Peter Finger hier. Ich habe hier eine Gitarre, die heißt Cordoba, und zwar das Modell Acero D9 CE Dreadnought. Cordoba, ursprünglich ja eine Firma aus Kalifornien, die mehr so Konzertgitarren baut, und das merkt man dieser Gitarre auch an. Sie ist anders gebaut, sie klingt ein bisschen anders als eine typisch amerikanische Dreadnought-Gitarre, wie man sie von den bekannten Firmen, großen Firmen kennt. Sie ist anders konstruiert, und das macht die Gitarre vielleicht auch interessant. Gebaut ist sie in China, aber ich muss sagen, qualitativ sehr sauber gearbeitet. Und das, also man merkt der Gitarre nicht unbedingt die chinesische Herkunft an. Eine Gitarre, die sehr, sehr gut in der Hand liegt, die sich leicht spielen lässt. Was ein bisschen anders ist an ihr, sie hat zwar für eine Dreadnought, wie das so üblich ist, die fette Bässe, aber sie hat nicht so kräftige Mitten. Dafür ist sie wieder in den Höhen stärker. Also sie eignet sich sehr gut für Fingerstyle. Ich spiele mit Picks, auch das geht noch, obwohl ich normalerweise lieber Gitarren habe, die in der Mitte ein bisschen kräftiger sind. Weil wenn man mit Picks spielt, hat man obenrum sowieso genug schon. Und sie hat Reserven. Man kann sie sehr leicht spielen. Ich kann sie natürlich auch so spielen, wie ich gerade das gemacht habe. Das macht sie auch gut mit. Wenn wir uns die Gitarre mal genauer anschauen, dann werden wir sehen, wir haben es hier mit Mahagoni, Boden und Zargen zu tun, in diesem Fall massiv. Der Hals, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Mahagoni oder Cedro ist, das sieht sich so ein bisschen ähnlich, ist aber, der Hals hat eine 45er Breite am Sattel und liegt ganz angenehm in der Hand. Sitka-Fichtendecke ist auch massiv. Dann haben wir auch einen eingebauten Pickup, den ich allerdings jetzt nicht mitteste. Ich teste diese Gitarre eigentlich nur auf Spielbarkeit und auf den äußeren Eindruck. Was ganz interessant ist, ist diese Kopfplatte, die so ein bisschen ausgearbeitet ist von vorne, von hinten auch. Sie ist angesetzt, sehr, sehr sauber angesetzt. Und Randeinlagen sind aus Holz und es ist eher schlicht gearbeitet. Eine schlichte Gitarre, die sehr schön klingt für verschiedene Zwecke und die leicht spielbar ist. Jetzt stimme ich mal noch ein bisschen anders um. Sie hat auch einen super Sustain, wenn man langsame, lange Töne spielt. Also man hört, die Töne sind gut formbar, sie stehen lange. Man kann natürlich auch Staccato-Töne spielen. Und auch das, wollen wir sagen, die Trennschärfe ist ganz gut, wenn man Akkorde spielt. Sie wischt nicht so völlig. Sie trennt nicht haarscharf, aber sie wischt auch nicht so völlig alles ineinander. Auch bei Akkorden sind die einzelnen Töne noch hörbar, gut. Alles in allem
eine runde Sache. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt der Dreadnought-Spieler. Ich spiele normalerweise andere Modelle, mehr die OM-Form. Aber ich fühle mich mit dieser Gitarre sehr wohl. Sie ist gut spielbar. Sie ist also für viele Bereiche gut einsetzbar. Und vor allem, sie hat einen sehr, sehr günstigen Preis. Der empfohlene Verkaufspreis ist 899 Euro. Dazu gehört ein sehr schöner, stabiler Koffer und der auch mit Details geschmückt, nämlich ein Luftbefeuchter im Koffer drin eingebaut. Nicht schlecht. Und ich würde sagen, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und für diesen Preis eine klare Empfehlung. So, ich halte die Gitarre noch mal ein bisschen in die Kamera. Hier das Batteriefach ist in die Zarge eingelassen. Dort ist auch die Buchse für den Pickup, für die Verstärkung. Der Hals auch sehr schlicht gemacht, ohne Einlagen im Griffbrett. An den Seiten haben wir natürlich die Dots im Griffbrett eingelegt zur Orientierung. Schöne Gitarre.